Jungfrau, hallo, Jahreslegung 2024, okay. Fühl dich willkommen, Jungfrau. Wir starten sofort einen kleinen Jahreseinblick, was auf dich zukommen kann. Okay, immer und dann, wenn du resonierst, klar. Aber bitte bedenke, Jungfrau, die Monatslegungen werden ausschlaggebend sein, um dir die Antworten zu präsentieren oder darzureichen, die du in dem jeweiligen Monat bedarfst, okay? Jungfrau, wir starten sogleich mit Januar. Wow, super. Februar, ach, März, klasse. April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Wahnsinn, Jungfrau, raus aus allen Schmerzen, raus aus allen Negativitäten, raus aus allen Zweifeln. Das Jahr 2024 hat nicht nur Antworten, Überraschungen, sondern viel Klarheit, viel Heilung und viel Selbstverwirklichung. Ein Hoch auf alle Jungfrauen. Ich bin auch Jungfrau und ich heiße das Jahr 2024 jetzt schon willkommen, weil bei uns allen wird es mega viele Veränderungen regnen. Januar geht es schon um das Loslassen. Wenn wir von dem Loslassen sprechen, heißt das, etwas zurückzulassen, damit was Neues geerntet werden kann, gesät werden kann, begonnen werden kann, ja. Deine Verhaltensarten, deine Denkweisen, das, was deine Gefühle auch betrifft. Januar werden deine Hauptenergien auf manchmal Konfrontation, Traurigkeit, ja, Stimmungsschwankungen sein, Nostalgie, Unsicherheiten. Aber nichtsdestotrotz, du wirst ratzifatzi, ja, wieder auf die Beine kommen. Verbinde dich mit deiner Intuition. Das wird sehr wertvoll sein. Es kann sein, dass ein Mann bereits in deinem Leben dir einen großen Schmerz zugefügt hat im Jahre 2023, okay? Und du wirst noch im Januar ein bisschen daran zu nagen haben. Für die einen heißt es, ein Mann oder ein Mensch, eine Energie wird im Januar auf dich zukommen, die sehr dominant sein kann, was mit dir nicht im Einklang ist. Also lasse diese toxische Energie lieber ziehen. Im Februar haben wir eine schicksalhafte Geldinvestition, etwas, wovon du profitieren wirst, ein neues Auto, ein neues Haus, du wirst vielleicht verkaufen, ja. Das heißt, alles, was mit Finanzen zu tun hat, werden super Investitionen werden, egal was in der Finanzkrise gerade los ist. Im Februar ändert sich das Rad für dich. Du wirst sehr geordnet sein, du wirst sparsam sein, du wirst aber auch leben. Du wirst dich viel an wunderschöne Momente in der Vergangenheit erinnern, ja. Du wirst viel darüber nachdenken, wie schön dein Leben war, wie unbesorgt es war, weil du einfach im Dezember und Januar ein bisschen emotionaler sein wirst, ganz egal. Lass es zurück, die Heilung kommt, die Seele wird frei sein, die Finanzen werden laufen. Die Liebe wird im Jahre 2024 an deine Türe klopfen. Nicht nur die Liebe mit einem Menschen, sondern die Selbstliebe und Gottesliebe. Wie schön ist das denn? Die Märzenergie zeigt uns dann wieder die Partnerschaft, die Liebe, die Verbundenheit, ja. Was möchtest du von der Liebe? Du sagst, du willst keinen Partner haben, weil du verletzt bist. Du willst nicht mehr leiden, ja. Deine Partnerschaft läuft super rund, perfekt ab nach vorne. Im März wird sie noch geiler. Die Partnerschaften, die jetzt sich getrennt haben, ja, die Liebe wird wieder aufblühen für viele von euch. Oder du wirst einfach einen Cut machen und sagen, ich gebe mir im März doch noch mal die Chance, wenn ich spüre, das ist die wahre Liebe, diese auch anzunehmen. Verschließe dich nicht der Kommunikation, verschließe dich nicht der Liebe. Du kannst aber auch viel an einen Menschen denken, den du sehr liebst, ja. Und obwohl du keinen Kontakt mehr zu ihm hast oder zu ihr hast, es wird bis März immer noch mal ein Gefühlsduselei, Windchen kommen, aber du wirst dich schnell erholen, Jungfrau, okay? Im Monat April haben wir, denk dran, das sind nur kurze Einblicke. Im Monat April, Jungfrau, geht es um dein Zuhause hier drinnen und um deine Wohnung, Wohnungssuche, Wohnungsgestaltungen, Renovieren, ja? Du hast Angst, du hast Zweifel, die Familie, die Kinder, die Enkelkinder, ja? Es kommen Herausforderungen, soll ich nicht? Du wirst ein bisschen Unruhe haben, aber auch hier kommt wieder die geistige Welt und sagt, mein Engel, Jungfrau. Du hast doch schon so viel durchlebt. Warum zweifelst du immer noch? Ich werde immer an deiner Seite stehen, Jungfrau. Wirklich, du wirst geliebt. Auch wenn du manchmal nicht das Gefühl hast, auch wenn du manchmal durch die Hölle gehst, ja? Du wirst geliebt von der geistigen Welt und von Menschen, die dir nahestehen und von dir selber. Also zeige, was in dir steckt. Warum? Weil im Mai geht es um Projekte, um Ideen, um Verwirklichung, ja?
und Kooperationen, um alles das, was du umsetzen willst. Du wirst ein bisschen abgeschlagen sein, ja? Warum? Weil du immer noch eine Untreue befürchtest. Du hast immer noch ein Thema mit dem Vertrauen. Du hast immer mal wieder so dieses, ja, Zweifelhafte in dir. Lass es raus, Jungfrau. Immer nach einem Schatten kommt immer wieder ein Sonnenschein. Guck mal, das ist hier die ganze Legung. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Du sollst einfach nur authentisch sein, ehrlich sein, ja? Die Welt aus einer anderen Perspektive sehen und dich so geben, wie du real bist. Im Monat Juni geht's um die Gesundheit. Es kommen ein paar Arztbesuche, ja, aber vor allen Dingen chronisch Kranke, die Menschen, die wirklich sehr, sehr krank sind, okay, geht zum Arzt, was der Therapeut euch rät, ab nach vorne, okay? Wichtig ist aber, die Gesundheit bekommt wieder einen neuen Flow, durch mehr Ruhe, durch einen Urlaub, durch eine Kur, durch eine Reha, ja, durch Selbstverwirklichung, die selbstgesetzte Gefangenschaft, diese emotionalen Ketten, ja, schwinden langsam. Es dauert vielleicht für die einen oder anderen bis September, aber es wird ein toller Monat werden, ja. In der Juli-Energie haben wir die Außenwelt, die Freunde, der Obstverkäufer, ja. Wie sehr öffnest du dich dem Leben? Wie gibst du dich den Menschen, ja? Möchtest du neue Freunde haben? Du kommst im Monat Juli wieder auf die Püschen. Du wirst wieder anfangen zu triumphieren, ja. Du wirst wieder anfangen zu lachen, zu leuchten. Es kann immer noch mal ein kleiner Hinterhalt kommen oder du vermutest einen Hinterhalt. Jungfrau, bleib entspannt. Ja, es ist nicht immer das, was du glaubst. Glaub es mir. Im Monat August haben wir eine Krise. Wir haben vielleicht ein paar Traumen, du ordnest dich aber schnell wieder, ja. Also wirklich die Wertschätzung, die Anerkennung, die du verdienst, kommt auf dich zu. Jemand möchte dir nicht nur beiseite stehen, jemand möchte dir auch was Konkretes anbieten. Wir haben die Fruchtbarkeit, wir haben die Partys, wir haben alles Geile hier. Aber es ist auch wichtig, die Schattenseiten zu sagen, weil Jungfrau, du hast viel gelitten. Jungfrau, du hast viel geleistet. Ja, und du hast viel aufgegeben, aber du verdienst dir so viel mehr, wie das du eigentlich glaubst. Und das Leben im Jahre 2024 wird dir genau diesen Spiegel vor Augen halten. Warum? Weil im September haben wir die Welt auf deiner Seite, die Welt zu deinen Füßen. Stier, Jungfrau Steinbock, jemand versucht wieder in Kontakt mit dir zu treten, ja. Jemand versucht dir wieder ein Liebesangebot zu machen. Jemand versucht dir die Türen zu öffnen. Alles, was mit Studium, Neubeginne, also generell in deinem Leben rundum, ja, werden dir viele Türen geöffnet, weil Jungfrau wieder voll im Leben steht. Im November kommen weiterhin Gespräche, Kommunikationen, eine Reise, ein Fernstudium vielleicht, ja, wo du vielleicht woanders hinfahren wirst. Jemand kommt dich besuchen, jemanden, den du zurücklassen wolltest in deinem Leben, fährst du wieder hin, ja. Es gibt wieder Versöhnungen. Jungfrau, es wird turbulent, aber du wirst heilen. Spätestens im November sind alle Altlasten, Gott sei gesegnet, vorbei, weil ein so schöner Lichtstrahl in deinem Leben kommt, wovon ich dir heute noch nicht viel erzählen darf, weil viele Sachen darf ich auch zurückhalten und muss ich auch zurückhalten, ja, weil die Karten das so wollen. Im Monat November machen wir uns Pläne um die Zukunft, wir sind im Flow, ja, wir sind ein bisschen gestärkter, wir sind sehr spirituell, wir sind in der Fruchtbarkeit, in der Annahme, in der Bereitschaft, in der Intelligenz, ja, in der absoluten Willkommensenergie, weil im Dezember sind wir komplett frei und erlauben uns die Großzügigkeit, die aus uns wächst, ja, wertzuschätzen, weil wir hart dafür gearbeitet haben, unser ganzes Leben lang, okay? Und erlauben uns das Jahr 2025 nicht mit neuen Energien, sondern mit einem anderen Reifeprozess zu leben, zu genießen, zu erfahren, was unglaublich wichtig sein wird. Raus aus Aggressionen, rein in den Optimismus. Du wirst auf die Geduldsprobe gestellt werden. Du wirst auf die Vertrauensprobe gebracht werden. Du wirst viele Herausforderungen haben. Aber das Wichtigste ist die Liebe zu dir selber. Die Liebe zu den Menschen, die dir auch die Liebe zurückgeben. Und die Liebe vor allen Dingen, die geistige Welt dir immer wieder Monat für Monat schenken wird. Jungfrau, ich freue mich schon echt auf die, ja, auf die Monatslegung 2024, Januar. Schreib mich jetzt an für eine private Legung. Notfalltermin am gleichen am Tag noch. Oder halt auch eine zielorientierte Therapie. Ja, ich habe nur noch 9 Termine frei für im Dezember. Also spurte dich. Du kannst auch einen Gutschein machen für einen geliebten Menschen, dem du gerne eine Legung mit mir schenken möchtest. Okay? Von mir aus alles erdenkliche Liebe, Jungfrau. Es wird ein mega Jahr. Bis dahin. Alles Liebe. Bye.